Scheiße, ey. 1945, Kirchenlied. Wahnsinn, ey. Verrückt. Auf jetzt damit. Die Glockensteuerung. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zu einem neuen kleinen Lost Place Abenteuer. Der Mirko ist schon wieder in Story. Wir sind an einer alten, verlassenen Kirche angekommen. Ob wir reinkommen oder nicht, das seht ihr wie immer jetzt. Es geht los. Oh, die sieht echt cool aus. Also ich glaube, die könnte richtig schön sein, so mit dem Tiffany-Glas, mit dem Licht auch gerade. Ich glaube nicht, dass die Tür jetzt außen verschraubt. Von außen verschraubt? Nee, das denke ich nicht. Nur eine Fixer-Ecke. Sonst sind die vergittert. Kommst du in das Gotteshaus nicht rein? Das Fenster. Ja, gut. Wie soll ich denn da runterkommen? Wie ist das tief? Alter, ist das warm. Was ist das denn? Aber schon mal keine Spinnen mehr. Der Ofen läuft. Ich komme da aber nicht runter, oder steht da unten was? Ach du Scheiße. Glaube ich nicht. Was denn? Ja, da musst du dich vorsichtig runterhangeln. Alter. Das ist Scheiße. Oh, fuck. Aber wo hältst du dich denn da fest? Ja, nirgendwo. Achso. Nirgendwo. Mirko, wo soll ich mich festhalten, bitte? Du musst jetzt die Hände noch seitlich machen, weil du schwebst ja in der Kirche. Ja, wo soll ich mich festhalten? Hast du das Geräusch, das Schwebengeräusch? Alter, ist das heiß, ist das heiß, weil das super heiß ist. An den Superdingern hier. An der Leiter, die hier dran gebaut wurde. Oh, Gottes Willen. Alter, ist das warm. Ist das unmenschlich. Da kommt die erste Stufe schon, die hast du schon drüber. Jetzt kannst du weiter runter den Fuß und dann kommt die zweite. Ja, ja, Mitte, Mitte, Mitte. Ja, da ist, da ist sie. Da kommt die nächste. Ist das warm? Alter. Warte. Was ist das? Warte. Ach so, deswegen zu eng. Dadurch wahrscheinlich. Da am Arsch, die Hühner. Boah, ist das unmenschlich, Leute. Bitte. Ha? Das ist aber der Zugang. Wie, das geht da nicht weiter? Wie, nein? Klar? Nein. Das gibt's doch nicht. Ja, vor allem, dass ich da auf der Fenster durch. Ja, das passt schon, ne? Nee, ich nicht. Ja. Ich komme da auf jeden Fall nicht durch. Nee, das sehe ich auch so. Ich weiß auch nicht, wie weit das geht da hinten. Alter, ist das heiß, ey. Gibt's doch nicht. Aber das muss ja gehen. Also irgendwann hat sich ja dabei gedacht, bei der Mission aufstemmen. Da muss er ja gewusst haben, dass es hier reingeht. Also da waren ja schon scheinbar welche drin. Aber was haben die hier für Bauten? Ey? Da kommt man nicht rein oder was? Die können doch nicht einfach irgendwie hier so irgendwelche Rahmen mauern und dann gibt es da keinen Zugang. Oder war der eigentliche Zugang einfach früher dieses Fenster mit der Treppe da? Macht ja irgendwie Sinn, ne? Ich muss da raus. Ich gehe hier ein. Das könnt ihr nicht vorstellen, wie heiß das ist. War warm. Sehr warm. Die Frage ist, also der ja gut, da bringt er nicht viel, da reinzulaufen. Der Gang geht ja längs und du bist an der Kirche schon längst vorbei, wenn du da irgendwie rauskommen willst. Guck mal, da sind auch schon Fenster kaputt da oben. Ja, das mache ich. Da passe ich aber auch nicht durch. Ich mach das. Ist ja hier wie dafür gemacht. Mahlzeit. Ja, da bist du drin, ne? Sieht gut aus? Ja, ich sehe Kirchenbänke. Echt? Ja. Okay. Ich will auch gucken. Wie hoch? Ja, komm runter, oder? Wie hoch? Wow. Wow. Ist das schön. Ein bisschen zerpflückt, ja? Aber die Kirche ist. Lass die Leute schon mal gucken hier. Ja. Haben sie schon gesehen? Haben sie. Können wir wieder fahren? Ja, das funktioniert nicht. Die Tür auf der anderen Seite sah doch gut aus, oder? Ich weiß nicht. Ja gut, es gibt hier keine Kellerfenster. Es gibt hier nur Tiffany-Glasfenster und die sind alle heile. Also durch das Loch da unten krabbel ich nicht. Da bin ich, sag ich dir ehrlich, mich raus. Ja, wenn dann durchs Fenster, ne? Das können wir nochmal wiederholen. Aber ich gehe da nicht alleine in das scheiß Drecksloch raus. Wenn du da nicht mehr wegkommst, dann bist du voll am Arsch. Haupteingang. Das Offensichtlichste ist immer am unoffensichtlichsten. Kommst du nicht rein? Zu, Mirko. Ach du Scheiße. Ich
Blute aufgerissen. Du musst da einfach nur ein bisschen fester drücken. Ja. Die ist noch nicht mal abgeschlossen. Lass dich kaputt. Jetzt. Hey, guck mal. Halt die Scheiße. Mega. Okay, Leute. Jetzt ist das Eis gebrochen. Jetzt können wir uns entspannt hier umsehen. Ja, eine Kirche, die höchstwahrscheinlich schon entweiht ist. Schön zu sehen, Buntglas, ja, viel Schimmel. Platzt auch schon von der Wand ab. Also warum man die nicht mehr benutzt hat, letztendlich, keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Dafür kenne ich die Gegebenheiten nicht. Da kann man das schön sehen. Hier in dem Tisch war ein geweihter Gegenstand eingelassen. Genau, und wenn eine Kirche entweiht wird, dann nimmt man diesen Gegenstand halt wieder raus, genau. Sitzt an unterschiedlichen Stellen in der Kirche, meistens halt im Altar. Könnte natürlich auch unter dem Kreuz sein. Ich glaube jetzt nicht, dass der Aschenbecher dazugehört. Aber ja, spannend. Spannende Angelegenheit, würde ich sagen. Großer Altar. So gut wie kein Vandalismus. Natürlich ein bisschen Sprühereien. Aber viel mehr natürlicher Verfall. Hier haben schon wieder irgendwelche schwachen Blut draufgekritzelt. Ich mir denke, warum, weshalb, wieso. Don't trust the church. Muss nicht sein, finde ich. Finde ich völlig Quatsch. Aber da gibt es andere Kirchen, die schlimmer aussehen. Hier hast du den Rednerbereich, wo du deine Rede hältst. Hier liest du auf jeden Fall... Andacht? Messe. Messe. Ja, hier sprichst du ja Passagen aus der Bibel an dem Bereich zu deinen... Jüngern? Jesus? Ich bin so tief. Ich bin da voll nicht im Thema mit der Kirche. Ja, verstehe ich. Das ist bescheuert, ne? Ja, finde ich scheiße. Wenn man beim Scholz das Bild verunstaltet, verstehe ich das, aber bei sowas nicht. Ich meine, das ist kein originales Gemälde. Ist das ja so? Doch, das ist alt. Ja, es ist jetzt nicht das Neueste mehr, aber es ist jetzt kein... Dein Autoschlüssel. Dankeschön. Achso. Guck mal hier. Ja, das ist auf jeden Fall ein Duplikat. Das ist jetzt kein Original. Das ist auf jeden Fall schon ein paar Tage älter, ne? Ja, ja, und trotzdem verunstaltet man das einfach mit Edding und findet sich besonders cool. Das ist auf jeden Fall gemalt, das ist nicht gedruckt. Ja, klar. Nee. Ja, schade. Schade Marmelade. Hier fehlt schon der Querbalken vom Kreuz. Was passiert jetzt hier? Mach mal Licht an hier. Mach mal Lichtschalter an. Wo sind die Lichtschalter hier in dem Bau? Da gab es das früher noch nicht. Hier könnte irgendwo eine Sicherung sein. Wahrscheinlich. Oh, die geht treffen. Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt. Ist das so? Okay, ja, steht da. Auf dem Ei. Oh, die hat einen Keller. Ha! Da geht die Lampe. Ach du Scheiße. Ich hätte nicht gedacht, dass hier nur Saft drauf ist. Ist. Es geht auch tiefer. Ah, ja, Lichtschalter an. Ein bisschen einfacher. Ach, Quatsch. Was ist jetzt hier? Nee, ich gucke mich über die Orgel an. Die finde ich wilder. Hallo? Hey. Ich sehe nichts. Ja? Wie geht's weiter? Wie im Stollen? Wie im Stollen? Nein. Wieder geht das weiter. Hier ist die Außentür. Was für eine Außentür? Die Hintertür. Nein. Wow. Lüftungsanlage, selbst die läuft noch, wenn er so genau lauscht. Verrückt hier, ey, der Bau. Hat die einen Knauf? Nee. Hat die nicht? Gar nichts hat die. Aber vielleicht geht die Klinke. Versuch die Klinke. Nee, schade. Ich finde aber die Katakomben relativ frisch. Ja, ne? Hier anfangen? Zu drehen? Ja. Ach, ich drehe das alles so zusammen, wie wir das jetzt hier haben. Meine Lampe ist leer. Scheiße, und jetzt sind wir drin. Das Ding kommt mir jetzt bekannt vor. Das haben wir gerade von der anderen Seite aus gesehen, oder? Das ist so kuschelig hier unten, aber noch nicht so kuschelig wie gerade. Ja. Oh. Scheiße, ey. Das geht aber nicht nach rechts, oder? Nee, hier ist zu. Ja, doch. Geht? Doch, ja, theoretisch. Praktisch? Kommst du da auf jeden Fall nicht durch. Das ist auch nicht der Gang. Da waren mehrere Rohre. Ja, Scheiße, ey. Ich passe auf jeden Fall nicht so entspannt durch. Warum? Wie weit geht das? Weit. Sehr weit. Scheiße, ey. Aber das ist ja auch die falsche Richtung. Wir haben keine Chance. Wir brauchen eine andere Tür, Leute. Das geht's nicht. Wir kommen da nicht so hin. Es ist alles verwinkelt und schwierig. Weggeordelt. Oh! Ah, ich dachte jetzt, das ist die Glockensteuerung. Deckel blockt. Wo geht's da hin? Okay. Na gut, hier haben wahrscheinlich die Bediensteten gelebt. Ui! Oder auch nicht. Boah, ist das halt. Unglaublich.
Ich wäre mir nicht so sicher, ne? Aber das Ding kommt ja aus einer Zeit, wo hier böse Dinge geschehen sind. Ich glaube, das liegt hier nicht mehr. 1945 Kirchenlied. Wirklich jetzt? 1950. Was ist das denn? Okay. Wahnsinn, ey, verrückt. Ganz viele alte Kirchenbücher. Ich würde aber interessieren, ob da irgendwie noch ein paar andere Bücher dabei sind, die vielleicht ganz, ganz spannend sein könnten. Naja, das Ding hat halt eine ziemlich krasse Vergangenheit. Also diese Kirche steht auf einem Gelände, in dem halt viele böse Dinge zum Thema Dritten Reich passiert sind. Deswegen gucke ich da explizit bei den Büchern, ob da irgendein Anhaltspunkt noch besteht. Wahnsinn. Ist das wild oder ist das wild? Ja. Geht die noch? Die geht nicht noch. Niemals. Was ist das denn? Ein Projektor? Was tut? Drück mal eine Tasse. Ich glaube, die muss erst pumpen. Keine Ahnung, was das ist für ein Geräusch. Schütz oder ein Relais, ein uraltes. Projektor. Hör auf, ey, das hörst du draußen. Guck dir das mal an, jetzt werden die Orgel-Zuschauer. Ja, da sind die ganzen Flöten, ne? Sind die durchgeorgelt? Ich würde sagen, ja, die brauchen auch passende Temperatur. Lass mich doch mal bitte checken, wie ich will. Da ist auch noch drin. Ja, ich will nicht wissen. Dingens kannst du auch noch. Setz ich mal jetzt hier rein. Die ist auch schon so ein bisschen zerkloppt. Da fehlen noch so ein paar Dinge. Okay. Ja. Motor zuletzt geölt. 2001. Okay. Ja, normalerweise gibt es da noch einen Schalter. Schön, ne? Ja, spannend, Leute. Ich finde das spektakulär. Also Orgel, Respekt an Leuten, die auch noch Bock haben und dieses Instrument beherrschen. Also du hast ja unten, normale Klavierspieler haben ja oben verschiedene Oktaven, die dann spielen. Also die spielen quasi den Bass auf der Seite und die Höhen auf der Seite. Hier hast du eigentlich fast das Identische und den Bass bzw. die Begleitung spielst du unten rum. Das ist halt mit den Füßen kompliziert, keine Ahnung, kann ich nicht. Aber das ist auch cool hier, dieser Projektor, diese Projektionslinse. Wild, ey. Wilde alte Technik, die hier so noch vorzufinden ist, aber in der Kirche ist halt eigentlich immer alles alt, aber trotzdem spannend. Dann geht's in den Turm rein. Und da sehe ich schon Sendeanlagen für Mobilfunk. Boah, das ist wild. Mit dem alten D-Schlauch. Das ist ja geil. Ja, Mobilfunkantenne haben wir hier, Vodafone. Jetzt sind wir auf dem Kirchendach. Ihr seht ein schönes Gewölbe, da hinten seht ihr auch ein bisschen Licht. Das letztendlich ist die komplette Kirche, die Kuppel. Dieses Spitzdach hier oben ist einfach nur noch mal zum Schutz drauf. Man hat also in der Kirche angefangen mit Zement, mit Gips, mit allen erdenklichen Möglichkeiten, mit Armierungsstahl zur Fixierung, dieses Gewölbe reinzubauen. Ja, cool, ey. Oh, ja. Oh, hier ist der Kirchturm, okay, cool.
Mega. Glockskis. Ja, ja. Ja. Cool, oder? Hast du das Gong gerade gehört? Hast du einen gegongt? Der kam hier in den Taschenlampe. Nein. Boah, die klingt gut, ne? Ja. Weißt du, wie die klingt? Ja, lass das echt. Gibt es noch eine größere oder sind hier mehrere kleine Klangspiele drin? Okay, ja gut, die ist ja. Die ist laut, ne? Die ist jetzt tatsächlich einen Tacken größer. Sollen wir die auch nochmal testen? Nee. Ich würde hier runtergehen, weil da stand auch was von Senderanlagen. Ich glaube, die haben die ganz hier. Ganz oben, ja. Ganz oben. In der, die haben die hier ist kein Türkontakt. Die haben die innen eingebaut, ne? Ja, ja. Ja, die sind nicht aus. Manchmal bauen die einfach nach innen. Plötzlich geht die Dingens, geht die Orgel, dann geht die Glocke. Das ist ein Zeichen für. Die Kirche wird wiederbelebt. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin aber ehrlich, ne? Die sah von außen wirklich spektakulärer aus mit dem Glas. Ich habe gedacht, jetzt kommt Wunder, wer weiß, was für Spiele, für Lichtspiele. Ist aber leider nicht der Fall. Ja, aber trotzdem sehr schön, die mal in einem vollständigen Zustand zu sehen und nicht zerkloppt, besprayt oder abgefackelt, ja. So, was ist jetzt? The question is the question. Ist das eine evangelische oder katholische Kirche? Scheiße, ich wollte schon gerade sagen, hier gibt es keinen Beichtstuhl. Jetzt kommt die Höllenorgel hier noch aus dem Loch, ey. Sag mir nicht, die geht auch noch. Nein. Den Raum habe ich gar nicht gesehen. Jetzt geht's. Jetzt wird's wild hier. Jetzt wird's alles durchwühlt, aber hier kannst du anziehen. Nee, ich ziehe mir keinen Gottes Kleid an. Das ist respektlos. Was mit der Leiter? Da waren Fetter auf der Sprosse. Ja. Gewänder, Unterlagen. Das typische Pfarrhausbüro hier, keine Ahnung. Hier war was drin, was sehr wertvoll war in einem Case, das ist aber komischerweise weg. Ja gut, ich sag mal, wenn es wertvoll war, dann hat das schon seine Berechtigung, warum der jetzt leer ist, ne? Gewänder rum, da unten ist alles schon zusammengefallen. Ja, aber weiß ich nicht, da habe ich zu viel Respekt vor, gerade bei Kirchen. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der unfassbar an Gott glaubt, aber ich habe halt Respekt vor jeder Kultur und vor jedem Glauben und deswegen muss ich jetzt mich hier nicht irgendwie lustig über irgendwelche Dinge machen, finde ich. Ah, eine Weihnachtskrippe. Spannend. Guck mal, eine richtig schöne große, ey. Wahnsinn, da hat sich aber einer Mühe gegeben, hier die Dinger passend zu bauen. Die Glockensteuerung, habe ich die übersehen? Jetzt geht's um die Glocken. Rausgeglockt. Ach, da habe ich gerade drauf geguckt. Ah, da steht aber die Uhrzeit drauf. Macht das nicht. Macht das nicht. Hat die geblinkt? Ja. Macht die auf den. Scheiße, nee, nein! Dico. Und tschüss. Boah, die laufen aber schnell an, ne? Ist ja unglaublich. Naja, die hört gleich auf. Also, ich glaube, es gibt sicherlich Zuschauer, die kennen diesen Beichtstuhl nicht. Du kannst halt hier reingehen, wenn dich irgendwas persönlich bedrückt. Und du kannst um Vergebung bitten und kannst dann mit dem jeweiligen, ich glaube Pastor ist der katholische Kirche, Pfarrer, Pastor, der sitzt dann in der Mitte und du kannst den halt von deinen Sorgen, Ängsten und Nöten erzählen. Genau, und das relativ anonym, indem du einfach hier so eine Art Sprechloch hast und du siehst, kannst den aber auch nicht konkret angucken. Also der wird dich auch nicht angucken, sondern geht darum halt hier, ja, anonym seine Geschichte zu erzählen. Da gibt es eigentlich auch einen ganz guten Spruch zu. Gib dem Mensch eine Maske und dann sagt er dir die Wahrheit. Das ist ein ganz guter Spruch, der trifft da ganz gut drauf, weil ihr werdet selten Menschen treffen, die euch die Wahrheit ins Gesicht sagen. Trifft ihr auch auf, keine Ahnung, Hater zu, auf Leute, die euch möglicherweise fertig machen wollen oder sonst was. Wenn die anonym im Internet sind, dann trauen die sich eher die Schnauze aufzumachen als in der Realität. Und deswegen gibt dem Mensch eine Maske. Die Maske kann Internet sein, die Maske kann halt einfach eine reale Maske sein oder in dem Fall halt einfach ein Kasten, wo der Vorhang vor ist. Und dann erzählt er euch eher die Wahrheit,
Wie sonst, genau. Ich würde sagen, Kirchenglocken läuten. Das war's, Leute. Das war's. Das ist das Ende. Dieses coolen, kleinen, aber feinen Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt gerne ein nettes Kommentar. Auf dieser Seite könnt ihr den Kanal abonnieren, auf der anderen Seite könnt ihr ein Video schauen, was euch vorgeschlagen wird. Ich glaube, hier unten habe ich jetzt auch schon alles durch. Gibt es hier noch zu sehen? Ein bisschen Abstellkammer, aber ja, im Grunde ist das alles, sind das alles übrig, bleibt so aus einer Zeit, ja, die inzwischen, glaube ich, längst Vergangenheit ist. Also, bis zum nächsten Video. Tschüss.